ist dann gestorben und in Neukirchen auf dem Friedhof beerdigt worden. Er ehemalt was Jüttet aus eiblosen Problemen von der Mommsens. Der Winning her, das sind immer eher mit Menschen erwähnt. Und das war ja eine sündige Uhr, ihr, als das eine Insel wehen, und ich das, was das dann wir fastlernen. Aber Rix haben die Menschen nicht alle wehen hier in der Winning. Das gibt doch große Steine. Ja, aber das sind ganz einzelne große Börde-Steine wehen, aber das richtig Rix waren. Da waren so einzige Familien, weil das da dann wehen. Toftum und Friesmerk, aber sind da Rix wehen, die Glieder Eider. Da war ein Grot. Da war ein Grot, der hin ganz Masse dem de Löhn, aber Masse Kiel ist da alle wehen. Für was hat man Adel? Adel hing am hier ein, ja? No, hier wie alle heit, der Flasche hier wie alle Adel heit. Dat wus Pflicht angrün, dat Mommsen Zimmer bis mach du Hube rasselt as. Dat Mommsen ham Überheblichkeit von der hochwohlgeborenen eige volle lädt. Nord Hülthoft, dat stehe wir der Mommsens 800 Town Dorti von Wachmursten, as Stilling as Säbel bekannt. Dilling hiert alles zur Nolde-Stiftung. Dann Emil Nolde hiet Leser alles dort koft, wat hundert ihr Aphorie da Mommsens hiert hei. Dann ist ja a Party, dat ihr dann hier bündest der Säbel ne Tau-Persönlichkeit von Kämme aus hier boot hebe, wat ohne hiele Wral ähnlich bekannt sein. Eingang Theodor Mommsen, die Nobelpreisträger, und Emil Nolde, die gerade Maler von 20. Jahrhundert. Eine riesige Geschichte und die wiedere Verwandtschaft hat vielleicht auch mit Theodor Mommsen zu tun. Wir befinden uns hier auf dem Hofe Südhöhltoft, also südlich von Nordhöhltoft gelegen, der in einer Generation auch zu der Familie Mommsen gehört. Und die hatten das Unglück oder die Sorge, wie man hier bei uns sagt, dass sie unter ihren Kindern also auch eines hatten, ein Mädchen, nämlich mit Namen Maria, die kleinwüchsig war. Keiner weiß natürlich heute, was da gewesen ist. Vielleicht hat sie Kinderlähmung gehabt. Auf jeden Fall wird sie in Kirchenbüchern Zwerg genannt. Und die musste man ja auch irgendwo unterbringen. Und wer wollte denn letztendlich so ein Mädchen haben? Aber da fand man einen Mann aus Rudebüll, Andreas Markhusen, der sich bereit erklärte, dieses junge Mädchen zu heiraten. In Gegenleistung erhielt er nämlich die Mitgift, die sie mitbrachte, und bauten den Hof Broders Koch hier gegenüber von Nordhöltoft. Wohl nicht ganz unabsichtlich ist, da kann man von ausgehen, diese Frau auch irgendwann mal schwanger geworden und starb dann. An sich kann man doch bald sagen, dass das bald vorsätzlicher Mord wäre. Die beiden miteinander verheiratet. Das konnte nicht gut gehen. Man fragt sich, warum von derselben Töchter von Theodor Mommsen bloß ein verheiratet war. Ich glaube, das schreckliche Ende von dieser Tante ob Hülthoft, das ist in der Familie überlebt worden. Und das hat so eine Angst für die Ehe in den weiblichen Mommsens achterlassen. Ja. Theodor Mommsens einzige Schwester blieb ledig. Zwei Schwestern von Theodor Mommsens Vater hier auf See blieben auch ledig. Irgendwie wäre Ehelosigkeit die einzige Möglichkeit für so ein Tortur oder Wächtergang. Weder zu Ass, konnte wir natürlich ei bewissen. Ass, oder in ganzerer Duchterne von Mommsen ei befreit werden, hei Maja, Sekretärinne vom Sunst, wat ham fohle Hülpen. Ass heißen, or 1500 Schrafte Pflichtgurei Schrivelköt. Die Kultur und die Geschichte von den Wiedingherren, wo die Mommsens herkommen, hat mit drei Völkern noch mehr Sprachen zu tun. Deutsche, Dänen und Friesen. Die meisten Menschen, die hier wohnen und ihre Wurzeln hier haben, und davon gibt es ja noch einen ganzen Teil, sind im Grunde genommen weder Dänisch noch Deutsch. Sie sind also das, was man einen richtigen Schleswiger nennt, nämlich dem Herzogtum Schleswig zugehörend. Und ein Schleswiger ist nämlich genau das, der sich beides in Nordschleswig wie in Südschleswig zu Hause fühlt. Obwohl in Nordschleswig jetzt Dänemark auch Dänisch gesprochen wird und hier eben aber auch Dänisch und Deutsch. Und man kann das am besten vermitteln, indem man sagt, wenn man drüben ist und es wird etwas Schlechtes oder etwas Böses über die Deutschen gesagt, dann verteidigt man sein Vaterland und sagt, so ist es aber nicht. Und umgekehrt, wenn man hier drüben etwas hört über die Dänen, dann macht man es genauso.
Das ist eigentlich das Urtypische für einen richtigen Schleswiger, weil er sich überall zu Hause fühlt. Und alles sind Brüder, wir sind ja Brüder und Schwestern hier beiderseits der Grenze, aus der Familiengeschichte heraus. Wann um von der Kaukasus aufschucht, dann jeftet in ganz Europa nienste, wie es so manning Ülesbrecke auf ein Sündlatschgebiet snorget wore, als eine Wissing hiert. Da hilft auch interessante Mischung. Manchmal wird sogar in einer Familie verschiedene Sprachen schnack. Naja, hier bei uns, da ist ja davor bekannt, dass wir viele verschiedene Sprecher bei Grenzen haben. Der meiste Ülle konnte noch Donsch, das hieß Sönerjüst konnte da schnacken. Und das gibt eine ganze Masse Familien noch, wie Frasch schnacken wird. Und Frasch hieß ja. Warum schnackest du was? Ich schnack Frasch und ich bin die Jahrste, die Fuhrmann von der Flasche Verein. Und mit der Ülle schnack ich Frasch. Mit der Ülle, da bei uns in den Verein sind. Und wenn ich auf der Lohnheim kam, die kommt uns Mom hier und der schnack ich auch Frasch. Und Plautsch schnacken wir mal. Warum schnackest du dann was davon sprechen? Ja, ich spreche also beides, Deutsch und Dänisch. Und wenn ich über die Grenze komme, dann. Sieh die Potenz. Sieh die Potenz, genau. Ja. Ja. Du kommst über Grenzen? No, ja, ich komme über Grenzen, so teile ich Dänsk. Und ich komme dabei, so teile ich Tschüssk. Aber wir sitzen da jem, zum Föhr, mit Mo, Beste Mo, so teile ich Friesisch. Og i skolen, det gik der. Jeg blev indskolet i 41. Der talte vi for det meste plattysk. Så det var en lidt af hvert. Men det danske sprog, det er ved at gå tilbage i hvert fald her. Vi har enkelte, der taler dansk, men det gør de, fordi de tror, de er dansk. Og det er de nok også for deres familie. Ja. Men det danske er ved at forsvinde totalt her. Plattdeutsch, kannst du Plattdeutsch Ja, schnacken? Natürlich schnacken wir Plattdeutsch. Das schnacken wir in ganze Landstriche hier. Und wenn wir wieder nach Süden kommen, dann schicken wir Plattdeutsch schnacken mit der Dithmarsche. Da ist dann noch was ganz was anderes. Aber hier bei uns war viel Plattdeutsch schnackt. Und in Massefamilien ist das immer noch heute die Hauptsprache. Und die haben dann immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Meinten sie, wenn sie zur Schule kämen, dass sie das dann mit der Hochdeutsche nicht zurechtkriegen, aber das nicht war. Die lernen das ganz gau und ich würde sagen, wenn eine Familie Plattdeutsch schnackt, dann schützt er mit den Kindern tun, damit das so blifft. Und hier, wie gesagt, war das auch noch pflegt, das Plattdeutsche. Das war pflegt und in vielen Vereinen war bloß Platt schnackt. Da die Geschichte, Kultur und die vielen Sprachen von den Friesern, was mit ihren Momsen sein Werk und Leben zu tun haben, können wir nicht bewiesen. Wir können Momsen sein Nobelpreis auch nicht für den Friesern reklamieren. Aus dem Lied haben wir durchgehangen. Dort die Ehrmöt, dort es nun Adel jäf in Nordfraschlön, eine Bildung, was es hier all bei der Vorväter von Mommsen jäf, die zu beitragen hebe können, dort die dort wör, was hier wuss. Die da Starken hatten sein Studium für Jotainten auch wieder mit Theodor Mommsen zu tun. Da hätte damalige Professor Dr. Bischof, die käme immer mit so witte Handschuhen an und dicke Folianten von der Vatikan und die schulde dann übersetzen. Und ich habe Griechisch und Latein in der Schule und habe ihm dort geholfen, die ganzen Abkürzungen und so wieder zu übersetzen. Und dort kam er an und sagte, was? Sie kommen aus Garding, da kommt doch auch Theodor Mommsen her und sind die Menschen da alle so spröde und so provokatorisch und so aufbrausend? Ich sage, ne, Theodor Mommsen, die habe ich nicht kennengelernt. Das ist ein Mensch für sich gewesen. Und wie sind da wahrscheinlich ein bisschen anders als ich. Jedenfalls wäre ich stolz auf meinen Landsmann, denn ich kriege mit, was die alles gemacht hat. Und was die alles gemacht hat, ist wirklich gewaltig. Da könnt nicht bloß der Kahn stolz auf wen. Nee, ganz Nordfriesland, denn Kahn, denn Eiderstedt, gehört zu Nordfriesland. Von der Sprache, von der Kultur und erst recht, von der Geschichte.